Viele Geschichten von Frauen sind mit dem Hotel Silber, der ehemaligen Gestapo-Zentrale für Württemberg und Hohenzollern, eng verbunden. Heute, am Internationalen Frauentag, möchte ich in kurzen Videoclips einige dieser Geschichten erzählen. Von Frauen, die hier im Hotel Silber für die Gestapo gearbeitet haben, von Frauen, die vom Hotel Silber aus verfolgt wurden und von solchen, die sich für eben diese Verfolgte eingesetzt haben. Frauen waren integraler Bestandteil der Stuttgarter Gestapo. 1944 war rund ein Viertel des Personals weiblich. Frauen übernahmen dabei wichtige Aufgaben, ohne die der Apparat so nicht hätte funktionieren können. Ihre Tätigkeiten bestanden unter anderem in Ablagearbeiten, Schreibarbeiten oder aber auch dem Dolmetschen. Eine dieser Frauen, die hier im Hotel Silber für die Gestapo gearbeitet hat, war Ella Schneck, die auf dem Foto links zu sehen ist. Das Besondere an diesem Foto ist, dass es das einzig uns bekannte Innenfoto aus dem Hotel Silber der damaligen Zeit ist. Die 1916 geborene Ella Schneck hatte bis 1937 beim Landgericht Stuttgart gearbeitet. Weil sie mit dem dortigen Verdienst nicht zufrieden war, hatte sie sich beim Arbeitsamt nach einer besser bezahlten Stelle erkundigt und wurde an das Hotel Silber verwiesen. Denn bei der Gestapo wurden für einige Tätigkeiten, unter anderem im Umgang mit geheimen Dokumenten, Zuschüsse gezahlt. Im Dezember 1937 trat Ella Schneck also ihren Dienst als Stenotypistin im Hotel Silber an. In ihrer Funktion als Stenotypistin war Ella Schneck bei zahlreichen Verhören dabei und wurde auch bei Ermittlungen außerhalb Stuttgarts eingesetzt. So unterstützte sie die Ermittlungen in Heidenheim nach dem gescheiterten Attentat Georg Elsers auf Adolf Hitler am 8. November 1939. Hier auf den Fotos zu sehen, das Hotel Silber-Team. Ella Schneck ist rechts im Foto zu sehen. Die Aufnahmen zeigen auch das gute Verhältnis zu dem wesentlich älteren Gestapo-Beamten, von dem Ella Schneck auch 2012 in einem Interview berichtete. 1941, nach den ersten Luftangriffen der Alliierten auf Stuttgart, verließ Ella Schneck die Gestapo. Ihrem Mann, den sie 1940 geheiratet hatte, war es zu gefährlich, dass sie weiterhin mit dem Zug nach Stuttgart fuhr. Sie selbst sagte in dem Interview, dass sie gerne weiterhin für die Gestapo gearbeitet hätte. Nach Kriegsende verschwieg Ella Schneck, dass sie für die Gestapo hier im Hotel Silber gearbeitet hatte. Wohl auch aus diesem Grund wurde das Entnazifizierungsverfahren gegen sie ohne weitere Ermittlungen eingestellt. Eine der Frauen, die vom Hotel Silber aus verfolgt wurden, war Lina Haag. Die Kommunistin und Mutter einer damals sechsjährigen Tochter wurde 1933 von der Gestapo festgenommen und in sogenannte Schutzhaft genommen worden. Das heißt, sie wurde ohne richterliches Urteil und auf unbestimmte Zeit inhaftiert. Erst im Dezember 1933 wurde sie wieder freigelassen. Ihr Mann, der KPD-Landtagsabgeordnete Alfred Haag, befand sich seit Februar 1933 in sogenannter Schutzhaft. Lina Haag wusste, dass sie nach ihrer Freilassung weiterhin unter Beobachtung der Gestapo stand. Sie lehnte es daher zunächst ab, sich aktiv am Aufbau neuer kommunistischer Strukturen in Württemberg zu beteiligen. Den Kontakt zu ehemaligen kommunistischen Genossinnen und Genossen hielt sie jedoch. Im Mai 1936 wurde Lina Haag erneut verhaftet von der Gestapo. Ihr wurde vorgeworfen, sich weiterhin illegal für die KPD betätigt zu haben. In ihren Lebenserinnerungen, eine Handvoll Staub, beschreibt sie, wie sie hier an dieser Stelle, an der sich früher eine Wendeltreppe befunden hat, die hinunter zu den Verwahrzellen führte, vom Nachrichtendienstchef Friedrich Musgay hinuntergestoßen wurde. Lina Haag wurde hier im Hotel Silber von Friedrich Musgay verhört. Sie kam in Untersuchungshaft und erst anderthalb Jahre später wurde das Urteil gefällt und sie wurde zu fast 2 Jahren Haft verurteilt. Nach dieser Haftverbüßung wurde sie jedoch nicht direkt freigelassen, sondern kam erneut in sogenannte Schutzhaft. Erst 1939 wurde sie freigelassen. Nachdem sie selbst freigelassen wurde, kämpfte sie intensiv dafür, dass auch ihr Mann Alfred Haag freigelassen würde und sprach dafür sogar mit Heinrich Himmler, der scheinbar sehr beeindruckt war vom Mut Lina Haags. So erreichte sie die Freilassung ihres Mannes, der jedoch kurze Zeit später zur Wehrmacht eingezogen wurde. Die beiden sahen sich erst 1948 wieder. Bis zum Ende des Krieges wurde Lina Haag ständig von der Gestapo überwacht, jedoch nicht noch einmal inhaftiert. Nach Kriegsende engagierte sie sich in der Vereinigung für die Verfolgten des Naziregimes und starb 2012 im Alter von 105 Jahren. Anders als Lina Haag wurde Else Josenhans aus rassistischen Gründen von der Gestapo verfolgt. Sie war in eine jüdische Familie hineingeboren worden. Durch die Heirat mit dem nichtjüdischen Wilhelm Josenhans lebte sie zunächst in einer sogenannten privilegierten Mischehe und wurde von einigen Verfolgungsmaßnahmen gegen Jüdinnen und Juden verschont und von den Deportationen ausgenommen. Das bedeutete jedoch nicht, dass sie und ihre Familie, Else und Wilhelm Josenhans hatten 2 Töchter,
den Repressalien der Nationalsozialisten nicht ausgesetzt waren. Nur wenige Monate vor Kriegsende, im Februar 1945, sollte Else Josenhans nach Theresienstadt deportiert werden. Um die Deportation zu verhindern, brachen ihr die Töchter ihr die Knöchel und sie war transportunfähig. Die Familie wollte daraufhin in die Schweiz fliehen, wurde aber von einem Spitzel verraten, von der Gestapo inhaftiert und kam hier ins Hotel Silber. Else Josenhans wurde im Keller des Hotel Silber am 10. April 1945, kurz vor Einmarsch der Franzosen in Stuttgart, von Anton Dehm ermordet. Nicht viele haben den von den Nationalsozialisten verfolgten Menschen geholfen und damit ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. Zwei jedoch waren Hildegard Spieth und Hildegard Dipper, Ehefrauen evangelischer Pfarrer und Mitglieder der württembergischen Pfarrhauskette, die in ihren Pfarrhäusern verschiedene jüdische Verfolgte versteckte. Mindestens 15 Personen konnten so gerettet werden. Unter anderem das Ehepaar Ines und Max Krakauer, die seit 1943 im Untergrund lebten. Die beiden kamen unter dem Namen Ackermann bei Hildegard Spieth und Hildegard Dipper unter. Im Notizbuch von Hildegard Spieth sieht man, sie habe sich näher unterhalten mit A, was ein Hinweis auf die Ackermanns ist. Für das mutige Verhalten der beiden Frauen wurden sie nach Kriegsende geehrt. Hildegard Spieth erhielt das Bundesverdienstkreuz. Hildegard Dipper bekam mit ihrem Mann zusammen die Medaille Rechte unter den Völkern verliehen.